Und schon wieder sind wir bei der dritten Partie dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Und es ist die zweite der Gruppe A. Die Schweiz trifft auf Kasachstan. Die Schweiz aktuell auf Rang 3 mit 6 Punkten. Die Kasachen auf Rang 6. Bislang punktlos zusammen mit der Slowakei und Italien. Zumindest vor Beginn dieses Spieltags. Auf die bisweilen gespielten Ergebnisse gehe ich ja da entsprechend nicht ein. Die Schweiz in den roten Trikots von rechts nach links. Hischier und Kasachstan in weiß-blau von links nach rechts. Erst zum fünften Mal begegnet man sich bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Dreimal davon gewannen die Schweizer. Einmal holte Kasachstan am Ende den Sieg in diesem Duell. Wir schauen mal, was dieser Tag heute zu bieten hat. Kukan, Hischier, alle mit dabei. Timo Meier, also man hat ja, und das war das, was ich gesagt habe, auf Seiten der Schweizer Nationalmannschaft eine wirklich starke Mannschaft mitgebracht hier nach Finnland. Und die kann durchaus in der Lage sein, hier ein ums andere Mal die Siege einzufahren. Möglich wäre das am Ende auf jeden Fall. Erste Strafzeit gibt's gegen Timo Meier. Das bedeutet Überzahl erst einmal für die Mannschaft Kasachstans. Und jetzt kann man hier vorlegen, Fjodorov. Der hat das hier fast auf der Kelle. Absolut unglaublich. Macht da eine wirklich hervorragende Partie. Und Egli. Es ist schon einfach wirklich eine sehr, sehr spannende Eishockey-Weltmeisterschaft. Also es macht mir wieder viel Spaß, das zu kommentieren. Feedback ist großartig von euch. Dahin mal ein fettes Dankeschön. Churin. Oh, die Kasachen gehen in Führung. Was war das denn, Theodor Churin, der da einfach mal nach vorne geht und der da einfach mal den 1:0-Treffer erzielt. Wahnsinn. Klasse gespielt und damit die Schweizer unter Druck. Eine Niederlage heute wäre aus Sicht der Mannschaft extrem bitter. Gerade auch immer bei so Spielen, wo man ja vielleicht sogar davon ausgeht, hier die entsprechenden Punkte einzufahren. Nächste Strafzeit gegen die Schweiz, wieder Überzahl. Und wo das am Ende hingeführt hat, das wissen wir zur Genüge. Aber die Schweizer können sich erstmal befreien. Ganz wichtig jetzt, dass man hier erst einmal hinauskommt und Tudakov. Auf Jan Wikin, Siegenthaler. Zunukov auf Turakov. Jan Wikin, vorsichtig. Aber dieses Mal klappt es nicht. Die Schweiz verhindert einen weiteren Gegentreffer. Und es bleibt erstmal bei 0:1 aus Sicht der Schweiz. Kuraschew, Fischier. 5 Minuten noch. Guter Schuss verdeckt. Aber für Kornicev da im Endeffekt kein Problem.
macht er entsprechend sehr gut. Und Türkauf. Aber wieder einmal mehr Konischew. Es wird hier definitiv geackert. Es wird hier um jeden Zentimeter gekämpft. Glebov auf Dakiev. 3 Minuten noch im ersten Durchgang und Leonardo Genoni. Wichtig natürlich auch für ihn, dass er hier die ein oder andere Scheibe auch halten kann. Schweizer bemüht und jetzt sogar auch dann endlich mit dem eigenen Überzahlspiel belohnt. Also erstes Überzahl für die Schweiz jetzt und damit 1:10 vor Ende des ersten Durchgangs nochmal die Möglichkeit, hier den Ausgleich entsprechend wiederherzustellen. Und sie drücken wirklich extrem. Da ordentlich Gas. Und Riad Suter. Da ist Eggenberger und der hat das Ding faktisch sperrangelweit offen. Wir haben es gerade gesehen. Da war die Lücke. Da bekommt Nando Eggenberger die Scheibe so gut vor die Füße gelegt. Und dann macht er das Ding hier einfach eiskalt rein. Und so geht es tatsächlich mit dem Unentschieden in die erste Drittelpause. Also Kasachstan kann vorliegen. Die Schweiz hat aber die passende Antwort, die wichtige Antwort auch da drauf. Und so bleibt es erneut beim Unentschieden in diesem Duell. Trotz alledem. Die Kasachen brauchen sich da überhaupt nicht verstecken. 7 Schüsse immerhin, fast 2 Minuten Zeit in der Offensive, die man verbringen konnte. Also alles in allem durchaus eine Möglichkeit, hier den großen, großen Gegner aus der Schweiz entsprechend erst einmal zu ärgern. Sulukov. Im Mittelabschnitt versuchen die Kasachen natürlich hier wieder die Führung zu erzielen. Marschrichtung ist die gute. Der war nicht verkehrt. Momaya. Aber es bleibt beim 1:1. Also es ist schon unglaublich spannend zu sehen, wie beide Teams bemüht sind, entsprechend hier den Sieg einzufahren. Pius Suter. Aber es will nicht so wirklich gelingen. Konischew. Macht eine starke Partie, der kasachische Torhüter. Lässt bis dahin überhaupt keine Zweifel auf.
Und sie kämpfen. Sie kämpfen beide Teams um den Führungstreffer. Über die Hälfte des Spiels ist absolviert. Sergienko, Fyodorov, da ist Lopatin. Man findet wieder die Lücke. Moser allerdings, der da vor diesem Kracher, Gott sei Dank, dazwischen kommt aus Sicht der Schweiz. Denn das hätte durchaus gefährlich werden können, wenn der da entsprechend diesen Schuss landet. Und Moser, da ist wieder Eggenberger, der Torschütze zum 1:1. Moser auf Egli. Jetzt hat er eine gute Schussposition. Berci! Der hat die Scheibe fast zwischen den Schultern des kasachischen Goalies durchschieben kann. Aber nochmal. Torhüter, die geben wirklich alles. Die Torhüter, sie sind auf den Punkt im Moment immer wieder da. Machen es dem jeweiligen anderen bislang unmöglich, hier das Spiel entsprechend zu entfalten. Dakiev auf Sergienko, dann auf Okunev, Kosibajew. Und der probiert es einfach mal, abgefälscht. Und auch hier wieder kein Durchkommen. Auch hier wieder ist man ein bisschen zu ideenlos, als dass man hier gefährlich werden könnte. Und so endet der Mittelabschnitt ebenfalls unentschieden. Wahnsinn, was ein Wahnsinn. Also 10:17, die Schussstatistik 4 Minuten 5 zu 4 Minuten 45. Das ist sehr, sehr ausgeglichen. Also das hat schon enorm in sich hier. Und wir gehen rein in den Schlussabschnitt, zumindest der regulären Spielzeit. Dicke Möglichkeit jetzt. Für die Schweizer Hischia. Und jetzt spürt man, jetzt will man hier keine Zweifel aufkommen lassen. Aber wird man das am Ende schaffen? Das ist die große Frage. Hischia erneut. Kommt nicht durch. Kukan, gute Schussposition. Auch er wartet dann doch ein bisschen zu lange hier, als dass er die Scheibe mal da vorne reinbringt. Chubisov. Da ist Turakov und Genoni. Noch 13 Minuten im Schlussabschnitt. Da ist Glibov. Und jetzt gibt es die nächste Überzahlsituation für Kasachstan. Da ärgert er sich natürlich, Kukan. Bringt nämlich die 2 Minuten Unterzahl erstmal mit sich. Und dass Kasachstan da sehr stringent war, sehr zielorientiert, das hat man gesehen in den vergangenen Überzahlspielen.
Und jetzt dann 1:2 aus Sicht der Schweiz. Das hätte schon eine Auswirkung vielleicht auf diesen Spielverlauf. 12 Minuten Rest. Da ist Lopatin geblockt. Moser bringt die Scheibe weg. Ganz wichtig. Wertvolle Sekunden jetzt. Hälfte der Unterzahl bereits abgelaufen. Feodorov wieder für Kasachstan im Angriff. Kann sich da eigentlich gut bewegen. Egli, und jetzt kommt es drauf an. Kommt die Scheibe nach draußen. Kasachstan gut dagegen agiert. Scheibe bleibt drin. Tursunbajew mit dem Versuch. Aber beide Mannschaften, das beobachtet man, beide Mannschaften wollen aktuell die Scheibe ins Tor tragen. Also da kommt zu wenig Schusskraft, da kommt zu wenig Schusswille, vielleicht auch mal ein Schuss von der Blauen. Da fehlt die Individualität. Sondern man will auf Nummer sicher gehen und quasi die Scheibe ins Tor tragen. Und das hat eben zur Folge, dass es hier noch 1:1 steht in dieser Partie. Feodorov, jetzt ist er fast durch. Nur durch den Stockschlag entsprechend kann er da am Abschluss gehindert werden. Ärgert sich da Jannis Moser. 21 Jahre jung. Aber auch eher in der National Hockey League bei den Coyotes unter Vertrag in Arizona. Seine erste Saison, vergangene Saison. 43 Mal kam er in der National Hockey League zum Einsatz. 15 Punkte hat er verbuchen können im AHL-Team der Tucson Roadrunners. 18 Einsätze und 12 Zähler für ihn. Vertrag läuft bis Ende der Saison 24. Heißt also den ganz normalen 3-Jahres-Einsteigervertrag für den jungen Jannis Moser. Der in 13 Sekunden wieder auf die Eisfläche zurückkehren wird. Und dann geht's in die heiße Phase. Dann sind die letzten 5 Minuten angebrochen. Glibov auf Sundukov. Wieder so ein Scheibenverlust. Eggenberger. Schweiz komplett. Und jetzt gilt's. Der hier den nächsten Treffer erzielt, der macht einen großen Schritt in Richtung 3 Punkte am heutigen Tag. Sundukov. Shubisov. Janikin mit der nächsten Möglichkeit. Und einmal mehr der Schweizer Schlussmann an der Scheibe. Verhindert hier Schlimmeres Leonardo Genoni. Schweizer Ampulli auch sehr stark. 15 Mal konnte man das Anspiel in dieser Partie bislang für sich entscheiden. Und Kurashev. Oh, läuft der Gefahr, dass er hier die 2 Minuten bekommt. Glück gehabt, Kurashev. Da ist Nico Hischier, der schiebt die Scheibe durch. Und Nosundukov verhindert den führungs- und wahrscheinlich auch entscheidenden Treffer. Heieieiei, da war das Ding hier wirklich auf Messerschneide. Blitzreaktion von Sundukov. Und zwingt man die Schweiz hier in die Overtime. Hätte das einen enormen Charakter, es wären die ersten Punkte für die Kasachen. Fjodorov auf Lopatin. Letzte halbe Minute läuft und auch hier der Schuss. Der war nicht so einfach für Genoni. Siegenthaler, vielleicht doch noch der Sieg in Thaler für die Schweiz, aber der Torhüter sagt nein. Was für ein Tag heute bei dieser Eishockey-WM. Interessante Partien, umkämpfte Partien.
Ja, und vielleicht auch Partien dabei, die man so nicht gedacht hätte, die man so nicht erwartet hätte. Und es geht tatsächlich in die Overtime. Also, die ersten Punkte bei dieser WM für Kasachstan. Bislang einen an der Zahl. Konichev und Genoni, die beiden Torhüter. Bei denen darf man sich am Ende auf jeden Fall bedanken. Starke Spiele, die man hier liefert. Und wir gehen rein in die Overtime. Natürlich 3 gegen 3. Die nächsten 5 Minuten. Glibov. Aber Timo Meier stark zusammen mit Nico Hischier. Natürlich hat man auf Seiten der Schweiz jetzt alles draußen, was man aufzubieten hat. Da ist Kukan mit dabei. Der legt ab und dann ist das Timo Meier, der erneut an Konichev scheitert. Auf die andere Seite mit Sundukov, der den Kasachen hier den einen Punkt zumindest bislang gerettet hat. Riesenmöglichkeit für Nico Hischier Ende des Schlussabschnitts. Auf die andere Seite erneut Konichev, der hier wirklich ein bockstarkes Spiel macht. Der hier wirklich alles in die Waagschale wirft. Wieder Kukan wird gestoppt und jetzt Janikin. Wieder geht's für Kasachstan nach vorne. Sergio Jeko, der hat eine Riesenchance. Kommt da frei vor Genoni zum Abschluss. Tursunbajew. Schweizer können sich da nicht rausbefreien. Kurashev. 1 Minute 15, dann würde es ins Penaltyschießen gehen. Wieder die Schweiz. Pius Suter kämpft da um den Puck. Mit Moser hinterm Tor. Da muss man jetzt aufpassen, dass man sich eben da nicht in Konter fängt. Wenn man mit 2 Mann bei 3 gegen 3 hinterm Tor steht. Tursunbajew. Und jetzt kommt nämlich genau die Situation. Man ist unorientiert. Aber Leonardo Genoni, der die Schweiz hier auf Kurs hält. Weltklasse gemacht. Medwinski. Und wieder Timo Meier auf Nico Hischier. 40 Sekunden noch und im Penalty schießen, da kann am Ende alles passieren. Sundukov. Okunev. Schafft es Kasachstan hier den zweiten Punkt zu holen jetzt? Oder können die Schweizer hier den zweiten Punkt am heutigen Abend auf ihrem Konto verbuchen? Bislang sagen beide Torhüter erst einmal nein. Also schon wirklich unglaublich, was die beiden Torhüter hier bislang zeigen. Spiel hat meiner Meinung nach bislang keinen Sieger verdient. Im Gegenteil, beide Mannschaften zeigen sich hier von einer wirklich hervorragenden Seite. Und so geht's also, dass man hier sogar ins Penaltyschießen gehen muss. 1:1 nach 65 gespielten Minuten. Kasachstan hat mir hier trotzdem sehr gut gefallen. Schubisov macht den Anfang, aber scheitert einmal mehr an Leonardo Genoni. Und jetzt Timo Meier für die Schweiz. Der macht das Ding ebenfalls nicht. Zweiter Versuch für Kasachstan. Liegen sie vor. Ja! Kasachstan durch Janikin legt man hier vor. Und jetzt also die Schweiz unter Druck. Man braucht einen Erfolg durch Nico Hischier. Oh, der verwandelt eiskalt.
Der lässt sich hier nicht zweimal bitten. Bringt die Schweizer wieder zurück auf Kurs. Und jetzt also der dritte Versuch für die kasachische Mannschaft, wieder vorzulegen, wieder in Führung zu gehen. Und Turakov, der macht das exakt gleich wie zuvor. Mit der Rückhand legt er sich die Scheibe auf die Fangernseite von Leonardo Ghinoni und kommt da auch entsprechend vorbei. Jetzt muss Kurashev treffen, andernfalls gibt es den Extrapunkt für Kasachstan, das ist nicht zu glauben. Gratulation an die Kasachen. Klasse Kampf, den man hier geliefert hat. Und ein Daumen nach oben würde mich mega, mega freuen. In der Gruppe B sehen wir gleich noch Schweden gegen Großbritannien zum Abschluss des heutigen Tages. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.